So, wir wollten zurück zur Kanalisation. Das heißt, hier rein. Da rein. Da rein. Und das hier, richtig? Gucken wir mal. Jo, schaut gut aus. Also, links rum. Oh, und die ganzen Steine muss ich noch kaputt hauen, ne? Ja, da war was. So, stirb. Stirb. Auge eines Frosches. Mhm. Teil von Poseidon-Statue. Sehr schön. Das heißt, wir nehmen die einfach alle mit. Ich weiß gar nicht, lagen die alle hier oben außerhalb der Kanalisation oder waren die auch in der Kanalisation selber? Ich glaube, ich gucke mal ganz kurz nach rechts, ein Bildschirm weiter. Jo, hier sind die auch überall. Wir brauchen 20 Stück. Ja. Oh, und dieser fliegende Helm da, der gerade auf uns schießt. Die sollen wir ganz gut umbringen können mit... Au, mit nicht davor ducken. Mit Zauberstäben. Der einzige Haken ist halt, wir können mit Zauberstäben nicht umgehen. Die hier, benötigt Stufe 2 in Zauberstäbe. Haben wir noch... Punkt über? Nö. Natürlich nicht. Und Level Up ist auch eine ganze Ecke hin. Also nö, das klappt so erstmal nicht. Das heißt... Yeah. Geh weg. Das heißt, wir müssen das so machen. Ali, hopp. Stirb. Auch wenn das ganz schön lange dauert. Ah, zwei reinbekommen. Oh. Eins, zwei. Oh, da waren gut dabei. 44. Wir hatten ja eine Aufgabe, die umzubringen, richtig? Brennende Helme. Oh, das war schon knapp. Ich kann gerade nicht auf die Aufgabe gucken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da was war. So, stirb, stirb. Auch wenn das so echt lästig ist. Au. Also irgendwo gab es doch bessere Pfeile. Vielleicht sollten wir uns davon mal ein paar zulegen. Komm schon. Oh. Natürlich mit dem letzten Treffer noch. Ja, komm. Hi, Trank. So. Herz hier nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Alles normale Pfeile. Oh, hier unten waren wir noch gar nicht. Sehr schön. So viel dazu, dass wir jetzt sofort zur Kanalisation gehen. Hm? Zing, zing. Gib mir Herzchen, bitte. Ich will nicht schon wieder zurück teleportieren. So, Tonk, Tonk. Erstmal kurz nach rechts gucken. Bevor ich da runterspringe und ich... Was zur Hölle? Okay. Warte mal, wo sind wir denn... Das ist der einzige Weg da rein. Also von oben geht es nicht rein. Das ist komisch. Kommen wir vielleicht von hier unten irgendwo wieder raus. Na gut. Also hier lang, da lang, Schwert in die Hand. Hui. Wow. Das war jetzt nicht so nett. Wow. Nicht springen. F2. F3. Wir haben noch gute Heiltränke, aber nee, die will ich nicht aufbraten. Ich denke mal, ich werde gleich einfach zurück teleportieren müssen. So. Nee, nicht schon wieder anfangen, damit Kartenstücke einfach so zu überspringen. Klick. So. Oh. Oh, 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 oh. Shift 1. Ha. Okay. Also ich will nicht wissen, wie haarig das Spiel ist, wenn man das auf diesem Hard-Schwierigkeitsgrad spielt. Ich meine, ich habe so ja schon arge Probleme teilweise. Und ich mutmaße immer noch, dass auf Hard man keinen Heiligenschein hat. Und das wäre dann doch ganz schön übel. Und warum haue ich gerade Fässer kaputt? Ist ein Reflex, tut mir leid. So,
Was jetzt? Steine sammeln oder Kanalisation? Beides. Aber es ist echt viel Content, hätte ich nicht gedacht. Vor allem, ich kann es mir momentan ja gerade aussuchen, wo ich langlaufe. Also ich kann hier oben noch alles zu Ende erforschen. Ja, okay, dann kann ich nur die Kanalisation, ne? So viel dazu. Oh, da oben ist noch Stein. Stell die Hand. So, und jetzt, wo ich sie nicht brauche, gebe ich natürlich Herzchen. Das war so klar. So, gib mir den Stein. Oh, und jetzt kann ich mal gucken, wie viele Helme ich brauche. Unten rechts, einer von fünf. Das wird mühselig. Vielleicht sollte ich so lange erstmal... Oh. Vor mich hin dümpeln, bis ich ein Level-Up habe. Und dann erst die Helme töten. Vielleicht kann ich kurz einen Punkt auf Zauberstäbe setzen und dann ist gut. Also dreh dich mal um. So. Kaputt, 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 kaputt. Du kommst noch mit. Wenn wir hier auch fertig mit den Steinen. Da geht's runter zu Joghurt. Wir wollen nicht zu Joghurt. Auch wenn wir da auch noch was aufsammeln müssen. Zu dir wollen wir auch nicht. Dover Poseidon. Also, nach Osten. Weiter nach Osten. Könnte eigentlich schon den Bogen in die Hand nehmen, oder? Ja, da oben ist er. Schon wieder. Wie viele Pfeile haben wir noch? Ach, 94. Das ist ja machbar. Obwohl, warte mal, ich probiere was aus. Genau, schieß ruhig, ist alles gut. Das klappt doch gleich viel besser. Au. Ernsthaft, das klappt besser. Mit dem Bogen wurde ich auch zwei, dreimal getroffen und jetzt nur einmal. Gute, so viel dazu. Wozu Taktik, wenn man mit dem Schwert einfach draufkloppen kann? Also, oben? Na komm, gucken wir kurz nach oben. Hallo, komischer Typ. Hallo, komischer Typ. Gucken kurz nach oben, ob da auch noch Steine waren. Nö. Okay, oh. Mehr Herzchen. Dann will ich, dass deine Freunde mir Herzchen geben. Weil ich will nicht mehr so häufig das komische Heiligen-Ding benutzen. Das ist ein wenig albern. Ah, genau, so ein Herzchen hätte ich gerne. Und davon noch ein paar mehr. Flupp. Ja, super. Zack, zack, zack. Rubine ist auch sehr schön. Zwei Rubine sind noch viel schöner. Was sind besser als zwei Rubine? Na. Ah. Schade. Gut, genug rumgealbert. Zurück. Zurück. Vorbei an den Grüften, wo wir nicht reinkommen. Fässer kurzfristig ignorieren. Und da runter. Oder? Ja, genau. Hier war die komische Sackgasse. Hier runter. Da ist Rubin Nummer 3. Sehr schön. Und klick. Das ist eine böse Kombination. Feuerhelm und Feuerballfalle. Gib ihm. Geronimo. Das klappt richtig gut. Yay. Yeah. Held. Also, ich spiele einen Spieler, der einen Helden spielt. Der, egal. Blaue magische Essenz, viel zu viel. Wie jetzt? Warum bin ich schon wieder hier? Okay. Statuenteil 15 von 20. Und hier sind keine Statuen mehr.
Also keine Steinhaufen. Hier nicht. Unten nicht. Oh, warte mal, unten und rechts war der Raum, wo ich nicht durchkam. Vielleicht soll ich da irgendwas ausprobieren. Oder einfach dem Weg folgen. Aber es wäre zu einfach, Herr Gerogon. Oh, wow. Ja, 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 du mich auch. Hilfe. Okay, das Ganze noch mal. Hier ist echt nicht gut mit dem Rumspringen. Ich komme nämlich nicht so gut ran. Okay, so. Au. Okay, es muss hier unten weg. Ja, Herz geben, ist schon mal sehr gut. So. Bogen wechseln. Ziel anwählen. Was zum Geier hast du da hingeschossen? Oh, er kann nicht. Er hat nur einen bestimmten Winkel, den er schießen kann. Er kann nicht direkt nach oben schießen. Oder? Nö. Nö, ist komisch. Oh. Okay, nach links ausweichen, zurücklaufen. Oh. 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 Ja, nee. Oh. Shift 1. Enter. Oh. Das war knapp. Zurück. Okay. Also ja, das mit dem Winkel ist schon ein bisschen nervig. Aber damit kann ich arbeiten. Und ich hatte eigentlich auch genug Platz zum Ausweichen da. Also es war ja ein großer, leerer Raum. Aber ja. Action ist halt nicht so mein Ding. Aber dafür schlage ich mich gar nicht mal so schlecht. Manchmal jedenfalls. So, Feuerball von hinten. Kont ausgewichen. So, da ist er wieder. Schleime sind aus. Weg. Licht an. Licht an. So. Warum? Wenn ich brenne, kann ich keine Ziele anwählen. Was irgendwie Sinn macht, aber... Wahahaha. So, komm, lass mich Ziele anwählen. Ich hätte gerne Schutz vor Feuer. Oh. So. Das ist wieder zu steil. Jo. Zählt eigentlich der Schaden, den ich ihm vorher gemacht habe, immer noch? Wenn ja, müsste er bald umkippen. Oh. Zoran oder Koch, wer hat die Pfeile gehabt? Ich glaube, Zoran. Nein, Shift 2. Genau, du. Ich will bessere Pfeile haben. Magische Pfeile hat er 0? Warum das denn? Die kosten 150. Langbogenpfeil. 50 mal. So, wie wähle ich jetzt einen anderen Pfeil aus? Pfeil. Langbogenpfeil. Panel verfolgen. Ich schieß mal. Normaler Pfeil. Hä? Hey. Gibt's dafür eine Wechseltaste? Ton, Video? Nö. Muss ich jetzt die Pfeile wegschmeißen? Bestimmte Menge ablegen? Nö. Hm.
Das finde ich ein bisschen komisch. Also vielleicht braucht man nachher, wenn man den Langbogen hat, wirklich nur Langbogenpfeile. Weil es ein bisschen komisch wäre. Hm, na gut. Shift 1 zurück. Hier nochmal abspeichern und in der nächsten Folge versuche ich weiter die Feuerhelme zu töten. Also bis gleich.